Er war angeblich ein Verbrecher der übelsten Sorte. Mit seinen Mitverschwörern soll er menschliches Blut aus einem Kelch getrunken haben, um einen Schwur zu besiegeln. Den Schwur, im Jahr 63 vor Christus, den Senat in Rom zu stürzen und die Macht an sich zu reißen. Die Rede ist von Catilina. Und unbestritten ist, dass er im Jahr 63 vor Christus tatsächlich vorhatte, eine Revolution zu verüben. Wer das überhaupt ist und ob diese ganzen üblen Gerüchte über ihn stimmen, das schauen wir uns jetzt mal an. Los geht's! Schlecht für die Wissenschaft, aber vermutlich gut für euch. Über Catilina können wir gar nicht so viel sicher sagen. Während man mit seinem großen Gegner Cicero meterweise Regale füllen kann, müssen wir bei Catilina auf einige wenige Quellen zurückgreifen. Und die sind auch noch von seinen politischen Gegnern geschrieben, also parteiisch. Das macht die Suche nach der Wahrheit, gerade wenn es um den Charakter Catilinas geht, ziemlich schwierig. Wo sich aber alle einig sind, ist, dass Catilina im Jahr 108 vor Christus geboren wurde. Sein vollständiger Name lautete Lucius Sergius Catilina und seine Familie, die Sergia, waren eine alte patrizische, also gewissermaßen adlige Familie in Rom, zu Catilinas Lebzeiten aber politisch nicht besonders einflussreich. Catilina heiratete eine Frau namens Gratiana. Die war mit Cicero verwandt. Also Cicero und Catilina, die, wie wir gleich noch sehen werden, im Verlaufe der Geschichte zu so etwas wie Erzfeinden wurden, waren miteinander verschwägert. Ansonsten bekommen wir Catilina erst ab den 80er Jahren vor Christus zu fassen. Da war er also ungefähr 20 Jahre alt und das war die Zeit, in der man als Angehöriger der römischen Oberschicht mit seiner politischen Karriere begann. Diese Zeit war in Rom aber auch besonders schwierig. Denn die römische Republik war im Grunde marode und die Senatoren konnten keine Kompromisse untereinander mehr aushandeln. Immer wieder war es Einzelpersonen gelungen, die Macht im Staat an sich zu reißen. Der Politiker Sulla hatte es sogar gewagt, mit einem Heer von Römern auf die Stadt Rom zu marschieren. Es kam zum Bürgerkrieg und viele politisch einflussreiche Leute starben. In dieser Zeit lebte Catilina und all das erlebte er mit. In dieser Bürgerkriegszeit soll Catilina seinen Bruder getötet und seine Nichte vergewaltigt haben. Es ist unklar, ob das stimmt. Wir haben, wie gesagt, nur Quellen von seinen politischen Gegnern. Wahrscheinlicher war es aber die Geschichte, dass er seinen Schwager foltern und töten ließ und sich am Bürgerkrieg stark bereicherte. Natürlich war Catilina nicht der Einzige, der das in dieser politisch instabilen Zeit tat, aber ein besonders gutes Licht wirft das trotzdem nicht auf ihn. Außerdem wissen wir, dass Catilina 73 vor Christus angeklagt wurde, weil er mit einer Vestalin geschlafen haben soll. Das war eine Priesterin, mit der er nicht hätte schlafen dürfen, weil sie hätte Jungfrau bleiben müssen. Dafür hätte Catilina sogar zum Tode verurteilt werden können. Er wurde dann aber freigesprochen, vermutlich auch, weil die Richter bestochen wurden, und das unter anderem von Cäsar. Römischer Klüngel, man kennt sich, man hilft sich. Catilina machte dann trotzdem Karriere und bewarb sich um das Konsulat. Das war das höchste Amt in der römischen Republik. Konsul zu sein oder gewesen zu sein bedeutete, dass man es in Rom endgültig geschafft hatte. Das Konsulat wurde jährlich vergeben. Und Catilina bewarb sich im Jahr 66 für das Konsulat des Jahres 65. Das heißt, er wollte sich bewerben, denn er wurde gar nicht erst zugelassen, weil er schon wieder ein Verfahren am Hals hatte, dieses Mal wegen Amtsmissbrauchs. Und auch im Jahr 65 konnte er sich nicht für das Konsulat 64 bewerben, weil das Verfahren noch nicht abgeschlossen war. Für das Jahr 63 war es ihm dann aber endlich möglich. So ein Wahlkampf kostete unglaublich viel Geld. Ihr wisst vielleicht, was der Wahlkampf eines Kandidaten oder einer Kandidatin für die US-Präsidentschaft kostet. Und so in etwa kann man sich das auch für das Konsulat in Rom vorstellen. Und in Catilinas Fall kostete das Ganze noch ein bisschen mehr, weil er reihenweise Leute bestach. Der Politiker Cicero, der sich ebenfalls um das Konsulat des Jahres 63 bewarb,
hielt eine nicht erhaltene Rede, in der er die unredlichen Machenschaften Catilinas während des Wahlkampfs aufdeckte. Und damit sorgte er dafür, dass Catilina auch nicht gewählt wurde. Konsuln des Jahres 63 wurden Cicero und Antonius Hybrida. Aber Catilina gibt nicht auf und bewirbt sich im Jahr 63 für das Konsulat des Jahres 62. Und wird wieder nicht gewählt. Mittlerweile hat Catilina ein fettes Geldproblem. Er ist unfassbar hoch verschuldet und wenn er in seiner politischen Karriere nicht weiterkommt, dann wird er diese Schulden nie zurückzahlen können. Und deshalb kommt es im Jahr 63 in Rom zu einem Politkrimi. Denn Catilina plant die Ermordung der Konsuln, den Sturz des Senates und will sich zum Alleinherrscher aufschwingen. Dass so etwas möglich ist, hatte er als junger Mann unter Sulla ja miterlebt. Dafür braucht man natürlich einen guten Plan. Catilinas wichtigster Mitverschwörer, ein gewisser Manlius, ein dummer Name, der begann auf jeden Fall jetzt damit, in Italien Truppen zu rekrutieren. Das war natürlich illegal, denn der kann ja nicht einfach irgendwo hingehen und eine Armee ausheben. Trotzdem schlossen sich Manlius viele Leute auf dem Land an, denn auch da gab es große strukturelle Probleme. Kurzfassung: Viele Leute auf dem Land hatten finanzielle Schwierigkeiten und daran war auch das System in Rom schuld. Die Bereitschaft, sich jetzt einem Aufstand gegen Rom anzuschließen, war also relativ hoch. Dazu kamen viele ehemalige Soldaten, für die der Senat nach ihrer Rückkehr aus den Kriegen nichts tat, und eine Menge ärmerer Leute in der Stadt Rom selbst. Der Plan sah so aus, dass am 27. Oktober 63 Brände in der Stadt Rom gelegt werden sollten, um für Verwirrung zu sorgen, und dann mit diesem illegalen Heer die Stadt besetzt werden sollte. Am nächsten Tag sollten alle politischen Gegner, also unter anderem auch der Konsul Cicero, umgebracht werden. Dass zur Besiegelung dieses Schwurs, dieses Attentat zu verüben, jetzt menschliches Blut geflossen sein soll, ist relativ unwahrscheinlich. Es ist vermutlich eine Legende, die zeigen soll, dass Catilina einfach vor nichts zurückschreckte. Zu den einzelnen Stationen dieser Verschwörung können wir vielleicht auch mal ein Video machen, aber hier jetzt in aller Kürze. Die Verschwörung wird zwar entdeckt, aber es fehlen monatelang die Beweise. Cicero kann Catilina zwar unter Beobachtung stellen lassen, aber er kann ihn nicht offiziell anklagen. Der Senat verhängt sogar den Notstand. Nach einer sehr angriffslustigen und provokanten Rede Ciceros gegen Catilina verlässt Catilina sogar zwischenzeitlich die Stadt und flieht zu seinen Truppen nach Norditalien. Das Problem bleibt aber, solange Catilina nichts tut, kann Cicero ihn auch nicht rankriegen. Der erhoffte Beweis wird erst gefunden, als ein paar Gallier in der Stadt sind, die eigentlich ein ganz anderes Problem haben, denn eigentlich wollen die sich beim Senat über ihren Statthalter und über dessen Erpressermethoden beschweren. Diesen Galliern machen jetzt ein paar der Verschwörer aber das Angebot, dass sich ihr Problem ja auch super lösen ließe, wenn man einfach den Senat ausschaltet. Die Gallier sollen sich also jetzt an der Verschwörung beteiligen. Und dieses Angebot lassen sie sich jetzt einfach mal schriftlich geben. Damit spielen die Gallier aber eigentlich alle gegeneinander aus. Denn sie nehmen jetzt diese Briefe, in denen ja die Namen der Verschwörer stehen, und bringen sie zum Konsul Cicero. Am nächsten Morgen lässt Cicero im Senat die noch versiegelten Briefe, in denen die Namen der Verschwörer stehen, öffnen. Dass diese Briefe also echt sind, steht außer Frage. Damit ist dann diese Verschwörung und diese Gefahr eines Staatsstreiches auch endlich bewiesen. Und die Verschwörer, die in diesen Briefen genannt werden, werden auch sofort festgenommen und am nächsten Tag zum Tode verurteilt. Damit kommt die Verschwörung in der Stadt Rom zum Erliegen. Catilina ist aber ja in Norditalien bei seinem Heer, das zwischenzeitlich 10.000 Mann umfasste.
Aber auch da schwindet sein Rückhalt nach der Aufdeckung der Verschwörung in Rom und der Hinrichtung der Verschwörer. Trotzdem versucht sich Catilina dem viel größeren und viel besser bewaffneten Heer des Senats mit Guerillataktiken zu stellen. Als es aber bei Pistoia in der Nähe der heutigen Stadt Florenz zu einer offenen Schlacht kommt, weiß Catilina, dass er keine Chance hat und er stirbt in dieser Schlacht an der Front. Damit ist dann auch die Verschwörung endgültig beendet. Catilina wird heute sehr oft sehr negativ gesehen. Er zettelte die Revolution gegen Rom ja schließlich auch aus sehr egoistischen Motiven an. Er hatte ja schlicht Geldprobleme. Trotzdem gab es im Rom des ersten Jahrhunderts eine Menge sozialer Probleme, zum Beispiel Armut, Existenzängste, die Ungleichverteilung von Macht und Reichtum. Und so gab es eine Menge Menschen, die die Hoffnung hatten, dass ein Alleinherrscher Catilina ihre Lebenssituation drastisch verbessern könnte. Was ist eure Meinung zu Catilina? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo auf diesem Kanal da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao! Die Rede ist von Catilina. Und unbestritten ist, dass er im Jahr 63 tatsächlich vorhatte, eine große Revolution zu verüben. Ob die ganzen üblen Gerüchte über ihn stimmen und wer das überhaupt ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Los geht's! Oh Mann!